Nein! Das nervt einfach. Platz 11 in den Trends. Ich habe auch einen Stuhl zusammengebaut. Heute mal wieder richtig in Schelmen gefrühstückt. Ich muss die Socken von gestern anziehen. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin gerade noch dabei, mir Socken zu suchen, weil wir haben nämlich das Riesenproblem, dass wir immer nur Wäsche waschen, wenn wir keine Socken mehr haben. Das heißt, es ist wieder an der Zeit und die letzten Tage ohne Socken ist es immer ein Krampf, Socken zu finden. Ich hoffe, dass noch was im Trockner drin ist. Leute, nein! Nein! Ich muss die Socken von gestern anziehen. Es ist zwar eklig, aber es hilft nichts. Ich habe hier halt nur noch meine armen, einsamen Socken, die hier seit Jahren als Single in meinem Schrank leben. Die Armen ohne Partner. Hier ist noch ein paar Socken, aber ich glaube, das ist eins von Hella und das ist mir halt viel zu klein, aber ich ziehe es jetzt trotzdem an. Dann muss ich wenigstens nicht das paar Socken von gestern anziehen. Eine Minute, 37 Sekunden später. Wow, die Sonne scheint ja richtig heute. Nachdem es die letzten Tage hier im April so kalt war einfach. Es hat geschneit. Wann hat es das letzte Mal im April geschneit? Was ich vergessen habe zu sagen, der letzte Vlog hat erst gestern geendet. Das heißt, ihr seht heute, wie es weitergeht mit der Wand, die gestrichen wurde. Da ist seit gestern nicht mehr viel passiert. Ich hoffe, es kommt heute jemand und hilft mir, weil ich hasse es, diese ganzen IKEA-Möbel alleine aufzubauen. Es dauert immer so Ewigkeiten. Ich stecke immer 10.000 Schrauben ins falsche Loch und schraube die dann da rein und dann muss ich alles immer wieder auseinanderbauen. Das nervt einfach. Hier habe ich voll Horst von gestern einfach vergessen, diese Sachen mitzunehmen und jetzt ist es natürlich alles getrocknet. Aber es fehlt wirklich nur noch ein kleines Stück und die Wand sieht sogar im Tageslicht echt gleichmäßig gestrichen aus, muss ich sagen. Ich bin überrascht. Gestern sah das ein bisschen fleckiger aus. Hier unten ist noch nicht ganz so perfekt. Leute, falls ihr einen Maler braucht, sagt Bescheid. So, angekommen zu Hause. Da seid ihr. Werden jetzt erstmal die Sachen eingeweicht. Ich glaube, ich lege die einfach in die Dusche, weil wir haben keine Badewanne und unser Waschbecken ist echt ein bisschen zu klein dafür. Das heißt, ich lege die jetzt hier rein. Ah, da liegen sie jetzt. Wo ist der Stöpsel? Ich brauche einen Stöpsel. Leute, wo ist der Stöpsel? Ich habe keinen Stöpsel gefunden. Das heißt, ich muss jetzt mit der Hand einweichen. Oh Mann, ich bin so doof. Anstatt dass ich das gestern einfach mitgenommen habe. Wie viel Farbe will da einfach noch rauskommen? Damit hätte ich einfach den Rest der Wand noch streichen können, ey. Also ich kann mir hier auch eigentlich gleich meine Cornflakes reintun und dann ja, schön mit dieser Milch genießen, oder? Boah. Ich habe die Rolle jetzt noch in diesen Eimer eingesperrt, damit die da schön einweichen kann, weil da hat die ganze Zeit rausgeguckt und die schwimmt auch die ganze Zeit oben. Dann habe ich hier noch das Ding runtergeklemmt, ey. Ich hoffe, das wirkt einfach richtig gut ein, weil ich fahre jetzt in der Zwischenzeit zu zwei Baumärkten und hole ein paar Sachen, die ich noch für heute brauche. Was genau, seht ihr dann gleich. Also ihr wisst ja schon den einen Eimer Farbe. Aber wir werden heute noch was bauen. Oder was heißt noch was? Also wir werden heute was bauen oder reparieren, eher gesagt. Deswegen muss ich auch noch zu einem anderen Baumarkt fahren. Zu viel rumgefahren und das bei den Spritpreisen. Ich bin hier schon wieder fleißig am Streichen, habe natürlich wieder Zuschauer am Start. Aber ich bin gleich fertig und dann können endlich die Möbel aufgebaut werden und das Zimmer hier eingerichtet werden. Und der Pottfarbe reicht diesmal auf jeden Fall, auch wenn es einfach dumm war, dass ich nicht den großen genommen habe. Aber ist halt so. Die ganze Wand ist fertig gestrichen. Sie ist nicht ganz einheitlich, Leute. Ich hoffe, man sieht es nicht auf den Videos. Aber ich werde jetzt mal das hier abziehen und gucken, wie gut das funktioniert hat. Oh, ist in Ordnung. Ja, doch. Sieht ganz gut aus. Wow. Fresh. Die Wand ist fertig und ich finde, sie sieht richtig gut aus. Also von hier sieht man keine Flecken. Es sieht einfach nur perfekt aus. Ich bin echt stolz auf mich selber. Das erste Mal habe ich eine Wand ganz, ganz, ganz alleine gestrichen. Kannst du nochmal bitte wiederholen, was du gerade gesagt hast? Das hätte ich selber besser nicht hinbekommen. Oh, das ist ein Kompliment und das von Patrick, ey, wow. Dankeschön, danke. Weiter geht's mit dem ersten Möbelstück. Eine schwarze Malmkommode. Also Ikea, an euren Verpackungen könnt ihr noch arbeiten. Oder es gibt irgendeinen Trick, den ich noch nicht kenne. Aber ich glaube, so soll man es nicht machen. Alter! Nice! So, Malmkommode ist fertig. Wir stellen die jetzt mal an die Wand. Fass mal an. Wir tragen euch sozusagen. Ihr seid echt schwer. Das geht eigentlich. So, es steht die mittig von der Wand. Hier muss halt noch. Ja? Da soll die Kommode stehen. Jetzt fehlen nur noch die Schubladen. Aber das sieht doch schon mal nach was aus. Nicht mehr so kahl, die Wand. Wir sind echt gut vorangekommen. Hier liegt ein Haufen Müll, aber da hinten liegt schon ein Teppich. Da steht schon ein Teil der Malmkommode. Der Rest muss hier noch fertig gemacht werden. Und passiert in der Zeit
den Schreibtisch aufgebaut und diese beiden Dinger, die da vorne an die Wand sollen. Oh, ich kann auch gar nicht mehr, ehrlich gesagt, aber ich muss jetzt weiter zur nächsten Baustelle. Heute von einer Baustelle zur anderen. Aber da wartet Hella auf mich. Wir müssen was reparieren. Sie hat mich gerade angerufen, dass sie richtig, richtig Hunger hat und ich ehrlich gesagt auch, denn es ist schon 16.20 Uhr. Ich habe nur ein bisschen was gefrühstückt heute Morgen um 8:30 oder so und jetzt richtig Hunger. Das heißt, ich muss jetzt irgendwo was zu essen finden. Dann zur Baustelle fahren. Und dafür habe ich heute Morgen auch übrigens eingekauft, aber das zeige ich euch gleich mal. Ein paar Sekunden später. Habe ich nicht heute Morgen noch gesagt, dass das Wetter so schön ist und es in den letzten Tagen geschneit hat? Es schneit! Wir haben es den 2. April oder so und Leute, hier kommt Schnee vom Himmel. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Man sieht es nicht. Aber es schneit. Kommt schon Schneeflocke. Das ist ja wohl ein schlechter Scherz, oder? Einfach im April Schnee. Den ganzen Winter hat man keinen Schnee und dann im April. Unglaublich. Ich habe jetzt was vom Asiaten geholt für Hella und mich. Und die beiden sind hier schon fleißig am Arbeiten. Schau, du bist ja jeden Tag nur noch am Vloggen. Ja, ist hier Strom drauf? Nee. April, April. Hahaha. Was ist hier passiert, Hella? Ja, ein Pferd ist in die Heuraufe reingesprungen und dann war da ein richtig großes Loch drin. Die Bretter haben wir jetzt da an die Säche gestellt. Und dann haben sich da Pferde noch dran gescheuert. Ich kann euch das mal zeigen. Oh, das wackelt. Sieht stabil aus. Das müssen wir auf jeden Fall stabilisieren, oder? Paul. Hella? Das April-Scherz-Video ist einfach in den Trends. Echt jetzt? Auf Platz 17. Und mein April-Scherz-Video auf meinem Kanal ist auf Platz 11 in den Trends. Hä, was ist das für eine Frechheit? Ja. Hä? Das kann nicht, oder? Leute, das muss ich hier in diesem Video auch nochmal eben festhalten. YouTube-Trends, Moin Gerhard, Platz 11 in den Trends. Oh mein Gott. Und jetzt scrollen wir mal ein bisschen weiter. Und da kommt Eilmeldung, mein Freund hat sich ein Pferd gekauft, auf Platz 16 in den Trends. Einfach unser April-Scherz in den Trends. Das kann halt nicht. Oh Mann, ey. Was sagst du dazu? Ich finde das toll. Ja, danke. Ich finde das wunderbar. Bist du happy, dass ich dir was zu essen mitgebracht habe? Mal rein. Wie soll ich das jetzt essen? Ja, mit der Hand. Hast du keine Stäbchen in der Tasche? Nein. Dann geh rein und hol dir eine Gabel. Oder okay. Ist das drin? Hier, Hella, zwei Stäbchen. Das geht doch. Nein, Lulu ist gerade mit ihrem neuen Gerät vorbeigekommen. Die Jugend heutzutage kann ja nicht mehr selber laufen. Das sagt der Richtige. Wieso? Du mit deinem E-Scooter. Ja, damit fahren wir lange Strecken, aber nicht hier spazieren. Okay, du machst hier eh nur eine OKF, ne? Ortschaftskontrollfahrt, heißt das nicht so? Oh, ich weiß nicht mehr. Aber jetzt will ich hier auch mal drauf. Darf ich mal da drauf? Hella meint, ich soll das vom Auto wegmachen. Scheinbar ist das gefährlich. Ich fahre nur im Kreis. Wie geht das? Okay, jetzt habe ich's raus. Okay, das reicht. Oh mein Gott! Das ist schwer als Laufen. Ich verstehe nicht, wieso man aufhört schwer. Zu laufen, um sich auf sowas draufzustellen. Naja. Es ist wirklich schwer. Jetzt zeig mal, wie Lulu das macht. Sie macht das richtig entspannt. Einfach drauf. Das sieht hier echt schon stabil aus, aber Hella, was glaubst du stabiler? Die Heuraufe oder diese Wasserwaage? Die Wasserwaage ist stabiler. Die wackelt nämlich nicht. Heute mal wieder richtig in Schelm gefrischt. Ja, Hella, du weißt schon, dass das hier gleich noch gestrichen werden muss, ne? Nee, ich habe mir überlegt, ich mache das im Sommer. Dann bringt's ja nichts mehr. Was ist hier für ein... Das bringt ja gar nichts mehr. Fliegt doch heute drüber. Ey, Ruhe da hinten. Immer diese Leute, die arbeiten müssen, ey. Ja, ne? Oh, ganz furchtbar. Ihr spielt hier lieber irgendwelche Spiele. Ihr seid so... Was machst du eigentlich den ganzen Tag, Hella? Ich baue den ganzen Tag auf Baustellen irgendwas auf und du? Auf welchen Baustellen? Im Büro? Das ist doch wohl keine Baustelle. Natürlich ist das eine Baustelle. Echt ein schlechter Witz. Das war kein Witz, Hella. Das ist eine Baustelle. Was hast du den ganzen Tag gemacht? Ich war mit Valentino los beim Bodenarbeitstraining. Ah. Ich halte ganz schwer die Kamera. Ich habe keine Hand frei. Es tut mir leid. Muss ich jetzt hier noch die Wasserwaage halten und gucken, ob es stabiler ist? Wow, die Sonne scheint gerade richtig schön. Los, beeil dich doch mal. Oh ja, sorry. So, also. Oh, falsch rum. So. Die Heuraufe ist repariert. Ja. Und wir sind jetzt wieder im Büro. Und du siehst zum ersten Mal die Wand, wie sie fertig aussieht. Sieht mega aus. Ich bin so begeistert schon. Es sieht richtig gut aus, oder? Richtig, ja. Ich finde sie auch gut. Ich muss mich da mal selber loben. Was trinkst du da? Tee, mir so kalt. Ich bin einfach eingefroren. Ja, Hella ist gerade erst gekommen. Ich war schon ein bisschen länger hier. Und da hinten liegt schon der Teppich. Da kommen die Stühle drauf. Oh, nice. Auch extrem nice. Die Stühle werden heute Abend noch hier vorbeigebracht. Hä, von wem? Achso. Und jetzt muss ich noch die Schubladen da einbauen.
Hier stehen schon diese Teile, die an die Wand kommen, Hella. Richtig cool, aber ich könnte heulen, wirklich. Warum? Weil ich jetzt dieses Video schneiden muss und noch die Storys bearbeiten muss und das ist so viel. Oh, du Arme. Hast ja den ganzen Tag schon so viel gemacht. Heute ist auch Wochenende. Das stimmt. Die erste Schublade ist fertig. Wow. Ich steck sie jetzt mal rein. Ich hoffe, sie passt. Das sieht so edel aus, finde ich. Falsch rummontiert. Oder kommt das unten drunter? Ah. Dann so. Ah. Das macht mehr Sinn. Wow. Nice. 5 müssen jetzt noch gebaut werden. Oh Mann, ey. Und einer dauert so eine Stunde. Ich, Held, habe natürlich es nicht geschafft, eine Malmkommode aufzubauen, ohne einen Fehler zu machen. Denn diese Teile habe ich einfach falsch rum angeschraubt. Ich weiß auch nicht, wie mir das nicht auffallen konnte, aber jetzt geht natürlich die Tür nicht zu, weil diese Dinger Füße natürlich nach oben zeigen. Oh, wie dumm kann man sein? Naja. Ella, was machst du da? Ich schneide Video. Ich baue die Teile jetzt nochmal ab und andersrum wieder dran. Wow, Tom. Es ist so viel passiert. Es ist jetzt keine Ahnung, wie spät ist es? Fast 23 Uhr. Eieiei. Naja, wir haben in der Zwischenzeit noch die Stühle hier aufgebaut und die sehen einfach mega geil aus. Die sind so cool. So gut auch zu diesem Boden. Passen einfach hier perfekt rein. Sind halt auch noch hart gemütlich. Und das Ding ist, die gab es nur bei Ikea in Osnabrück. Und dann war zum Glück ein Kumpel gerade in Osnabrück und hat mir die einfach mitgebracht. Sonst hätten wir die jetzt nicht hier. Die Malmkommode ist fertig. Diese Teile kommen hier morgen noch an die Wand. Und zwar so versetzt, das feiere ich halt auch ja. So. Ja, ich würde sagen, in einem der nächsten Videos werdet ihr dann irgendwann das komplette Endergebnis sehen. Also ich werde jetzt nicht nochmal ein Video drehen, wo ich dann nochmal Arbeitsschritte zeige, weil das sind jetzt gefühlt schon 2 oder 3 Videos. In einem der nächsten Videos seht ihr dann das Endergebnis, wie es hier final aussieht. Aber ich finde es schon richtig, richtig cool und gemütlich. Leute, es wird noch viel geiler, wenn die Deko und Pflanzen und alles hier drin sind. Oder ja, das wird mega. Wir haben hier schon probeweise ein paar Pflanzen geklaut und die hier reingestellt. Und vor allen Dingen hier so eine riesen Vase mit einer Pflanze drin, das sieht echt mega aus. Das sieht mega aus. Wir müssen hier noch ein bisschen ein Klarschiff machen. Hier ist richtig viel Müll und alles, aber... Ja, yeah, was soll ich sagen? Mir ist einfach richtig kalt, deshalb sitze ich hier in Winterjacke und Tom ein T-Shirt an. Mir ist so heiß, aber ich mache halt auch die ganze Zeit was und ja, das... Ich habe auch einen Stuhl zusammengebaut. Das stimmt. Hella hat auch einen Stuhl zusammengebaut. Unglaublich. Gut gemacht. Das war's auf jeden Fall mit diesem Vlog und ich hoffe, es hat euch gefallen. Seid gespannt, wie das finale Ergebnis dann aussehen wird. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Nicht vergessen. Ein Abo, damit ihr das finale Ergebnis nicht verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Ciao.